Im Jahre 1989 war BMW auf der Suche nach einem australischen Künstler zur Bemalung eines Rennwagens, der zum Art Car Nummer 7 werden sollte. Die Wahl fiel auf den Aboriginal-Künstler Michael Jagamara Nelson. Nelson ist 1949 in Piikili, Australien geboren, gehört zum Stamm der Warlpiri und ist in der Tradition der australischen Ureinwohner aufgewachsen. In nur 7 Tagen unermüdlicher Arbeit verwandelte der Künstler den schwarz lackierten BMW M3 in ein Meisterwerk der Papunya-Kunst. Die auf die Karosserie gemalten geometrischen Muster und Formen sind nur scheinbar abstrakt. Wie die Papunya-Malereien auf Leinwand erzählt nun auch das Art Car eine Geschichte. Nelson selbst kommentierte sein Werk: „Das Auto ist eine Landschaft, so wie man sie vom Flugzeug aus sehen würde. Ich habe das Wasser, das Känguru und die Beutelratte einbezogen." Kenner der Papunya-Kunst können die auf dem Art Car verewigten Symbole entschlüsseln. Nelsons BMW M3 stammte aus der Motorsportabteilung von BMW Australien. Bevor das Fahrzeug in ein Papunya-Kunstwerk verwandelt wurde, hatte es im australischen Motorsport viele Erfolge. 1987 gewann es die australische Meisterschaft, 1988 wurde das Fahrzeug im Mobil 1-Rennteam eingesetzt.